Hallöchen, Mario, wach doch auf. Wir müssen hier jetzt, schnapp dir Mario Morgana. Wir müssen uns Mario Morgana schnappen in dieser Welt noch. Dann sind wir auch mit dieser Welt soweit fertig, wie ich fertig sein möchte. Ich möchte ja nicht 100% machen, ich möchte ja einfach nur das machen, was das Spiel von mir will. Okay, er geht tatsächlich ins Wasser, obwohl er anscheinend eine Wasserphobie hat. Dieser Mario Morgana, aus dem werde ich nicht ganz so schlau. Oh. Das war jetzt blöd. Moment. Nein, Moment. Moment. Nein, nicht dahin gucken, so. Danke. Okay, ich mach's mal doch lieber damit. Irgendwie krieg ich's gerade nicht ohnehin. Ah, die Musik lotst dann auch gut in die richtige Richtung. Nee. Nein, ich kann mir nicht merken, was X und was Y macht. Nein. Jetzt habe ich zweimal gedrückt. Grill. Ich kriege keinen Fortschritt hin. Wenn ich daran angewiesen bin, ihm auch regelmäßig noch eine Portion Wasser ins Gesicht zu donnern. Ich habe eine Idee. Erstmal hol ich mir Wasser. Moment. Nein, nein, nein. So. Nein, nicht so. Einfach so. Das hat doch schon mal geklappt. Das habe ich so schon mal gemacht. Moment. Das habe ich doch ganz von der ganzen Weile mal schon mal gemacht. Das weiß ich. Ist er jetzt? Ach so, er geht jetzt wieder von vorne los, oder was? Aha, da haben wir dich, Mario Morgana. So ein Mist, das vergesse ich nicht. Brauchst du auch gar nicht. Das erwarte ich ja nicht. Bravissimo! Eine weitere Welt. Weit genug abgeschlossen.
So, auf Z kann ich ja mal gucken. Steht da immer welche, wo ich gerade bin? Nee. Obwohl, das M müsste doch zeigen, wo ich bin. Ich werde aus dieser Karte nicht schlau, leider. Porto d'Oro. Ah, okay. Piazza Delfino ist einfach, okay, die Stadt, okay, ja. Ich verstehe. Ist das ein 8-Bit-Mario oder? Ne, ein 16-Bit, glaube ich. Pista Delfino. Ach, das ist einfach, okay. Mal sehen, da haben wir schon. Ich glaube, wir müssen es aber nur in diesem Gebiet machen. Lido Serena. Das ist mein einziger Soundtrack und romantische Dinners. Vom Luxushotel, Hotel Delfino. Ah, okay, ich weiß, welches das ist. Jetzt ist nur die Frage, wo war denn das nochmal? Steht das hier vielleicht auch? Lido Serena möchte ich wissen. Finde ich aber cool, dass man hier so eine Karte als Reiseführer hat. Statistik. Okay. Uns fehlen noch 3 Stück. Das ist voll gut. Lido Serena. Also ich glaube. Lido Serena und Paco Fortuna. Paco Fortuna weiß ich tatsächlich, wo es ist. Okay, wird einem leider nicht angezeigt, wo welches ist. Ah. Das ist nicht, das auch nicht. Ich schließe es gerade für mich aus. Ah, okay, ich weiß es. Glaube ich. Ich glaube, das war das hier oben. Lido Serena, bist du das? Ja, bist du. Bei dir fehlt nur noch Mario Magana checkt ein. Okay, dann da müssen wir quasi gar nichts mehr richtig tun. Er ist vermutlich schon im Hotel. Immerhin hat er eingeschickt, so heißt die Mission. Hallöchen. Ich bin komisch in dich reingerutscht. Ist auch egal. Ah, Mario, da ist ein Störenfried, der dir ähnlich sieht. Beeil dich, geh hinein. Das hat sich gereimt, dein erster Teil. Finde ich voll geil. Ach, das war ein Geist-Doppelgänger. Die sind aber auch ein bisschen heller. Also von der Hautfarbe. Das klingt jetzt natürlich wieder sehr falsch. So ist es aber gar nicht zu verstehen. Wo ist er denn? Ich sehe ihn. Oh, ich hing da gerade dran. Okay, oh. Krasser kleiner Angeber. Wieso bleibt Mario immer so lang liegen? Das ist gerade echt nicht gut. Wir müssen mal hier ein paar Münzen mitgehen lassen. Na, du bist nicht richtig. Dass er hier unten ist, weiß ich zum Beispiel jetzt auch nur aufgrund der Musik. Das meinte ich mit, die Musik ist voll gut. Also so als Hilfe. Weil man hört ja, wie weit die entfernt ist. Ich höre teilweise, also man hört auch, aus welcher Richtung die kommt, wenn man mehr als eine Box hat. Ich treffe ihn aber gerade nicht mehr. Oder beziehungsweise ein Headset halt, was ja auch 2 Boxen mindestens sind. Jetzt sind meine Münzen wieder niedrig.
Da kann ich ihn nicht besiegen. Oder nicht treffen gerade. Ah, jetzt habe ich ihn aber. Ah, du bist so nervig. Ja, gib mir mal die Insignie der Sonne. Dankeschön. Bravissimo. Speichern und weiter. Jetzt fehlt ja nur noch unser kleiner Freizeitpark. Und da fehlen nur noch zwei Level. Einmal die Verfolgung mit Mario Morgana natürlich zum Schluss und davor noch das mit den Yoshi-Karussell, was wir erstmal ja, mehr oder weniger heile machen müssen, um dann in ein Sonderlevel zu kommen. Ein besonders blödes Level, möchte ich sagen. Ich mag solche Level ja nicht. Aber nichtsdestotrotz, ihr könnt sie mögen. Das stört mich nicht. Und die mögen auch viele von euch. Also ein paar mögen die von euch. Ein paar haben mir aber auch zugestimmt, dass sie vielleicht auch noch ein bisschen hart sind. Aber das kriegen wir hin. Ich bin nämlich auch mal gespannt, wie es weitergeht mit der Geschichte. Mit dem großen Bowser, den haben wir ja noch gar nicht so oft gesehen. Dem kleinen Bowser, welcher sich immer als Mario Morgana ausgibt. Und allgemein einfach aufs... diese Insel auch wieder zu Licht und Sonnenschein gelangt. Es wurde ihr ja geraubt durch den Dreck, der da oben auf dem Symbol ist, und dann sind da keine kleinen Insignien mehr hingekommen. Erstmal müssen wir jetzt gucken, welche Frucht der haben will, der kleine Yoshi. Oder ist das am Anfang immer dieselbe? Nehmen wir einfach mal mit. Besser dabei haben, als es nicht zu haben. Nein. Frucht. Du bleibst schön heile. Nein. Ah, da geht's auch tatsächlich mit einem gezielten Sprung hoch, ohne dass man es da hochwerfen muss. Du willst Bananen. Oh! Aua! Bananen, natürlich will unser Yoshi Bananen. Ein Dinosaurier, der erwacht. Oder sowas wie ein Dinosaurier. Natürlich will der Bananen. Ich will das durch Werfen schaffen. Okay, der ist pink. Das ist die falsche Farbe. Wir brauchen Ananas und die gab es da hinten. Oder kommt es auch immer darauf an, welche Ausgangsfarbe man hat und müssen die zusammen die Farbe ergeben? Nee, oder? Nee. Doch. Jetzt ist er orange. Lila. Jetzt habe ich auch schon so eine Farbenschwäche. Und Yoshi darf nicht ins Wasser kommen. Oh, Yoshi sind so süß. Vom Klang her. Okay, nee, damit werden sie immer pink. Dann gucke ich mal, was wir hier noch so finden an Lebensmitteln für dich, Yoshi. Moment. Ey, hier war doch eine. War die ein bisschen weiter da? Ach, die Frucht liegt ja irgendwo noch da hinten hin. Rum. Ich habe sie ja geworfen. Es will also dafür gesorgt werden, dass nicht unendlich Stück irgendwann hier rumliegen. Ah, ist aber auch egal. Wir haben jetzt schon unser Orange. Da-dam, 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 da-dam. So. So. Jetzt machen wir dieses Sprunglevel. Der Hintergrund sieht nach Yoshi's Island aus. Und das ist gar nicht so weit. Wir müssen da nicht so viel schaffen. Finde ich. Also zumindest sieht es nicht danach aus.
So, das hier könnte noch am kniffligsten werden. Wir müssen mal gucken. Wir können den blauen nehmen. Ich würde... Ja doch, den blauen würde ich jetzt einfach gern nehmen. Der blaue sieht richtig... Der sieht am einfachsten da zu erzielen aus, weil er so schön mittig ist. Ich möchte aber gern das Leben mitnehmen. Das heißt, ich fahre eine Runde extra, wenn hier nichts irgendwie mich daran hindert. Nein. Denn ich möchte hier nicht Game Over gehen, sonst muss ich die ganze Yoshi-Sucherei oder Färberei, wenn man das so nennen will, ja nochmal machen. Das Risiko möchte ich hier eingehen. Das heißt nicht, dass ich davon ausgehe, dass hier jetzt nicht zu schaffen ist. Das heißt einfach nur, dass ich lieber eine Runde mehr fahre, was mich ja nichts irgendwie abverlangt, als dass ich es nicht schaffe. Oder beziehungsweise, dass ich es nochmal machen muss, das Suchen. Ich bin einfach vorsichtig. Ah, sind dieselben wie da drüben. Ich verstehe. Dann nehme ich nicht den, dann nehme ich einen davor. Smart, smart. Von mir. Von wem denn sonst? Ich mach das hier doch. Okay, du bewegst dich gleich. Okay, du drehst dich nicht mal, das ist doch einfach. Nein! Ah, Mist! Der bewegt sich richtig schnell weg. Arrivederci. Kein Problem. Kein Problem für uns. Wenn man hier schnell springt, kann einem, glaube ich, echt nichts passieren. Weil das ist nicht schwer. Beziehungsweise sind die einfach nicht schnell genug, um einen da irgendwie runterzufegen. Nee, da warte ich lieber. Ich glaube, hier kann ich aber tatsächlich nur mit dem Blauen durch. Kein Problem, ich nehme aber das Leben wieder mit. Wie schon erklärt. Das ist meins. Es ist mein Schatz, mein Leben. Wurde das hier eigentlich schneller als da am Anfang? Das kommt mir gerade ein bisschen schwieriger vor. Aber es geht eigentlich relativ einfach. Kann ich da eigentlich irgendwie hoch? Nee, ich glaube nicht. Ich dachte, jetzt wäre ich fast zu weit geflogen. Jetzt ist die Kamera da gerade mein Feind. Nein. Nee, das sollst du alles nicht machen, du sollst. Genau. Nein, das sollst du auch nicht. Nee, da bin ich zu schief gewesen. Ich glaube, hier wäre es nicht so sinnvoll, runterzufallen. Mm-mm. Kann ich da auf beide Wege nehmen, oder? Ne, ich glaube, der ist der gewollte Weg. Dann nehme ich einfach mal den, weil der sicherer dann auf mich wirkt. Weil wenn er gewollt ist, dann wird er wahrscheinlich einfacher auszuführen sein. Aber hier ist eine Auffangplattform, das ist ganz nett. Will mal gerade was ausprobieren. Es geht. Also, was ich probieren wollte. Habt ihr ja selber gesehen, was ich probiert habe. Nein. Kann man da vielleicht sogar direkt hoch? Nö. Oder wahrscheinlich doch, nur ich krieg's nicht hin. So. Und jetzt... Eingesammelt. Das war das letzte dieser Level, hoffe ich. Bravissimo. Zumindest das letzte, von dem ich weiß, dass ich es machen muss.
Dann würde ich sagen, im nächsten Part schnappen wir uns Mario Morgana. Ein weiteres Mal, beziehungsweise den kleinen Bowser einfach. Und damit verabschiede ich mich. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Vogel. Tschüss.